Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Wir wollen uns heute ansehen New Hong Kong Story, ein Cinematic Action Rollenspiel von Black Mask. Dies ist das Regelwerk und was ihr daran findet, das erfahrt ihr jetzt. Ja, worum soll es in diesem Buch gehen? Das Buch ist ein Regelwerk, das habe ich ja schon gesagt. Das heißt, ihr werdet hier auf 300 Seiten eine ganze Menge an Regeln finden, die ihr benutzen könnt, wenn ihr das möchtet, aber die könntet ihr auch eben ignorieren. Ja, warum sollte man sich das jetzt trotzdem durchlesen? Weil es so sehr neuartig ist. Ich habe ein solches Spiel bisher noch nicht gesehen. Ihr könnt natürlich jetzt auf der rechten Seite auch schon lesen, Würfel, wir benutzen ein W20 und auch ein W10. Aber ich möchte betonen, dass das Metaspiel, das Metagame gehört ganz essentiell dazu. Ich blätter schon mal ein bisschen weiter, damit wir, während ich erzähle, uns nochmal so ein paar andere Eindrücke holen können, was uns in diesem Buch erwartet. Denn ja, es gibt ab und zu mal ein bisschen Farbe drin. Das ist allerdings nicht so viel. Ab und zu mal so ein gelber Zettel, wie ihr ihn dann hier auch auf der rechten Seite erkennen könnt. Rechts an dem Tisch hier von meinem Overlay. Solche Zettel sind da dran und die haben dann irgendwelche Informationen darauf, die uns weiterhelfen und dann die Regeln, die wir dann auf zwei Seiten gelesen haben, sehr kurz nochmal zusammenfassen. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so wie ihr es hier sehen könnt. Die sind alle sehr stilvoll in dieses Buch eingearbeitet. So, ich hatte jetzt von Metagaming gesprochen und da möchte ich auch weitermachen, während wir uns jetzt hier dieses Buch ansehen. Ich hatte bei Fate oft das Problem, dass es sich immer sehr herausgerissen fühlt aus dieser Atmosphäre. Ich möchte ein immersives Rollenspielerlebnis haben und möchte dann nicht auf einer Metaebene mit den anderen Spielern darüber reden, was jetzt demnächst passieren könnte oder so. Hier gehört es tatsächlich dazu. So, New Hong Kong Story. Wir wollen, und darum geht dieses Regelwerk, einen Schauspieler erschaffen, der dann eine Rolle spielt. Einen Schauspieler, der eine Rolle spielt. Ja, wir bauen uns gemeinsam am Tisch einen, ja, entweder chinesischen oder koreanischen oder auch japanischen Schauspieler. Der kann natürlich auch amerikanisch sein oder aus Europa gehörig, aber es soll erstmal darum gehen, dass wir diesen asiatischen Markt so ein bisschen bedienen und Exoten kann es da dann immer noch geben. Wir bauen uns also einen Martial Arts Kämpfer, einen Schauspieler, der das gelernt hat und der bekommt dann vom Spielleiter einen Regisseur, beziehungsweise der Spielleiter ist der Regisseur. Und dann plant man gemeinsam einen Film. Es gibt hier unzählige Beispiele hinten im Buch drin, welche Filme man da benutzen könnte. Ihr werdet wahrscheinlich die ganzen Jet Li oder Jackie Chan Filme kennen. Hinten ist, wieder gesagt, nochmal eine große, große Liste dran. Und ich habe mir auch in meinen Vorbereitungen auf diese Rezension, ich habe das Buch gelesen, teilweise habe ich es auch beiseite gelegt und musste dann erstmal mir so 2 Stunden lang so einen Film ansehen mit Martial Arts Kämpfen, weil dieses Beispiel, was dann hier gebracht worden ist, so gut war. Also hier sind viele Beispiele. Ihr könnt sie dann immer in so einem schwachen Gelb erkennen. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe sein soll, so ein Gelb-Grün. Da sind dann immer die Beispiele dran und wenn man sich die so durchliest, dann bekommt man richtig Lust, das zu spielen. Ich habe also, wie gesagt, viele Filme auf Netflix oder sonst anderen Plattformen habe ich mir dann im Verlaufe angesehen und habe immer mehr so ein Gefühl dafür bekommen, wie diese New Hong Kong Story ablaufen könnte. Die Regeln, die uns jetzt also in diesem Buch begleiten, sorgen erst einmal dafür, dass wir einen Schauspieler erstellen, einen asiatischen Schausteller, der dann in einer verschiedenen Kampfkunst geschult ist, ob das jetzt Muay Thai ist oder Karate oder Ninjutsu. Komplett egal, irgendeine Art von Kampfkunst wird er können. Dann bekommt er vom Regisseur, vom Spielleiter eine Rolle zugewiesen. Das kann entweder eine Haupt- oder eine Nebenrolle sein. Auch das ist hervorragend geregelt. Und diese Rolle, die er dann verkörpert, hat dann nochmal einen eigenen kleineren Charakterbogen, einen verbesserten, sag ich einfach mal. Das liegt einfach daran, dass man dann in einem Film schneiden kann oder dass man dann jemanden an Drahtseile hängen kann oder man filmt einen Trampolinsprung oder hinter einer Greenscreen oder so ähnlich. Deswegen können einige Rollen, einige Hauptrollen, die dann dieser Schauspieler übernimmt, noch höhere Werte haben als die eigentliche Person, die dann dieses Ganze spielt. Denn wenn man von 50 Kugeln getroffen wird, dann kann es eben sein, dass ein normaler Mensch das nicht überlebt. Diese Filmfigur könnte es aber überleben. Oder man wehrt eben auch diese Kugeln mit einem Schwert ab. Auch das wäre möglich. Naja, und genau darum soll es jetzt in diesem Buch gehen. Wir bauen uns jetzt also diesen Charakter. Er bekommt, wie eigentlich überall im Rollenspiel, verschiedene Attribute. Das kann dann sowas sein wie Stärke, Ausdauer, Wissen oder auch sowas wie Coolness. Das heißt, wie cool ist er, wie lässig ist er, drückt er vielleicht auch nochmal einen schönen Spruch hinterher. Auch das kann sowas ausdrücken oder sowas wie Chi.
Chi, das könnt ihr dann auch hier teilweise mal sehen in den Tabellen oder bei Widerstandswürfen, zumindest auf der aktuellen Seite. Mit Chi, das ist sowas wie die Spiritualität eines Charakters. Und das drückt sich eben aus in Schicksalspunkten, so könnte man es vielleicht benutzen. Man kann diesen Film verändern, man kann entweder seine Fähigkeiten in einer speziellen Szene leicht erhöhen, die höher sind als der normale Wert. Das liegt einfach daran, dass er dann einfach besser kämpfen kann oder die Nebencharaktere können einfach schlechter kämpfen, so rum eher ausgedrückt. Oder aber es gibt auch sowas wie ein Take-Two. Sprich, jeder hat verschiedene Arten an speziellen Schicksalspunkten und wenn eine Probe nicht gelingt, ich lege allerdings jetzt sehr viel Wert darauf, dass die Probe dann doch noch gelingt, dann kann ich einen Take-Two-Punkt ausgeben und dann spreche ich nochmal mit diesem Regisseur, mit dem Spielleiter. Dann gehen wir auf diese Metaebene, dann unterhalten wir uns an diesem Regisseursstuhl über diese Szene. Ah, hier, wie sieht's denn aus? Ich würde jetzt gerne diese Szene nochmal neu filmen, denn mir hat das hier nicht gefallen. Und dann kann man tatsächlich eben nochmal versuchen, das Ganze nochmal zu filmen, in einem zweiten Take, in einer zweiten Aufnahme. Und dieses Spiel mit diesem Metagame in dem Regelwerk verwurzelt, das ist was Neues, das ist was Frisches, das hat mir gut gefallen. Ich bin immer auf der Suche nach Regelwerken, die etwas essentiell anders machen, ob ich jetzt mit einem W20 hoch oder tief werfen muss oder ob ich jetzt drei W20 in der Hand habe oder einen Würfelpool aus W6en, W8en. Ich bin immer auf der Suche nach sowas Neuem, etwas Frischem und das muss natürlich jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden, aber es wäre zumindest sehr schön, wenn es einen Mehrwert gibt, warum ich jetzt dieses Regelwerk mir angucken möchte, dann, naja, ich kann jetzt mir mein Lieblingsregelwerk nehmen und das auf jede andere Welt ummünzen. Und wenn es keine Magie in diesem Regelwerk gibt, dann kann ich mir die eben auch ausregeln. Aber hier mit diesem System, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Setting, diese New Hong Kong Stories, mit einem anderen System machen möchte. Und das hat mich schon beim Lesen echt fasziniert, muss ich zugeben. Am Ende eines Abenteuers, beziehungsweise wenn alle Drehtage zu Ende sind, also die Spielrunde ist zu Ende, wir reden dann hier nicht von Spielrunden, sondern von Drehtagen, wie gesagt, wir sind immer noch auf einer Metaebene, wenn ich dann das Abenteuer beendet habe, also diesen Film abgeschlossen habe, dann werden sowas wie Filmpreise vergeben, die können dann errechnet werden, je nachdem wie cool war diese Szene, wie toll war die Darstellung des Hauptcharakters, wie waren die Nebencharaktere. Das ist dann wieder so eine schöne Diskussion zwischen den Abenteuern. Zwischen den einzelnen Abenteuern diskutieren dann die Spieler mit ihrem Regisseur über diesen Film, abhängig dann von den Fertigkeiten des Schauspielers. Ist es ein alter, ist es ein neuer, ist es ein Kanto-Pop-Star? Ihr könnt dann so ein paar Casting-Punkte dann hier auch sehen. Ist es ein Newcomer? Gibt es dann irgendwelche Publikumspreise oder irgendwelche Star-Room-Punkte? Und dann rufen die asiatischen Oscars nach dem Film und verlangen dann vielleicht sowas wie eine Fortsetzung. Und dann kann es sein, dass der Schauspieler die gleiche Rolle wieder übernimmt, die gleiche Filmrolle übernimmt. Er ist dann, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel, was hier gegeben ist, er ist dann wieder James Wu, der Ex-Night Tiger Special Forces in der Hauptrolle in seinem zweiten Film. Es kann aber auch sein, dass der gleiche Schauspieler eine andere Rolle übernimmt in einem ganz anderen Film. Ihr könnt dann aber auch nicht nur die Rolle wechseln, sondern ihr könnt auch den Schauspieler wechseln und dann habt ihr die Schnauze voll von einem chinesischen Martial-Arts-Kämpfer, sondern dann wollt ihr mal einen japanischen Ninjutsu-Kämpfer bauen in einem Ninjutsu-Film, wenn ihr dann irgendwie auf Häuserdächern euch entlang hangelt und dann mit irgendwelchen Wurfsternen auf Samurais schmeißt und die dann versucht umzubringen. Und damit steht aber eben auch fest, es ist noch nicht geklärt, in welcher Zeit wir denn spielen, denn ja, Filme können natürlich wie auch Rollenspiele in jedem beliebigen Zeitintervall spielen. Wir können also jetzt spielen, now, 2019, und dann mit Schusswaffen und einer Spezialeinheit spielen. Oder aber wir gehen in eine ganz andere Zeit. Wer sich da mit der Zeit so ein bisschen auskennt, wie gesagt, es sind viele Filme dann hier auch verlinkt, beziehungsweise als Tipp gegeben. Wenn man dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielt, dann gab es dann noch sowas wie ein Kolonialsystem und irgendwelche bösen Asiaten, die gegen andere gute Asiaten dann gekämpft haben. Ihr könnt aber eben auch noch weiter zurückgehen und dann in einer Kaiserdynastie spielen, wo dann die Mongolen noch angegriffen haben und dann könnt ihr meinetwegen Mulan nachspielen mit echten Schauspielern, so sage ich es einfach mal. Oder aber ihr geht in eine fantastische Richtung, das gibt es ja auch in diesen Martial Arts Filmen und ihr spielt dann mit Dämonen, die dann ausgetrieben werden müssen, mit Magie. Auch das wäre möglich, da kann man dann natürlich auch wieder diese Chi-Punkte benutzen.
dieses Karma, wie rein ist man mit seinem eigenen Körper in Harmonie, wenn ihr irgendwelche buddhistischen Mönche oder sowas spielt. Also ganz egal, wie ihr es dreht und wendet, ihr könnt quasi alles in dieser Szenerie spielen. Ihr könnt natürlich dann auch wieder mischen, gerade wenn wir dann Now spielen, 2019, dann kann es auch sein, dass ihr mit einem amerikanischen oder englischen oder auch deutschen Kollegen in Berührung kommt und der macht dann seine Sachen auf seine Art und Weise. Das ist dann die eine Hauptrolle. Und der andere macht dann sein eigenes Ding. Der eine boxt dann sehr europäisch und der andere löst es dann eben mit, ja, Karate. Wenn euch eine Szene, die der Regisseur oder der Spielleiter vorgegeben hat, nicht gefällt, dann könnt ihr, wie gesagt, mit ihm auch darüber sprechen. Hey, Regisseur, ich würde ganz gerne das Drehbuch ändern und an dieser und dieser Stelle würde ich ganz gerne einen anderen Plot-Twist einbauen. Da kann dann der Regisseur mit sich reden lassen. Das könnt ihr auch wieder abhängig machen von euren Star-Ruhm-Punkten und wie beliebt ihr seid oder auch nicht beliebt ihr seid. Also dieses Spiel mit diesem Hin und Her, mit ich bin in der Rolle und ich bin wieder der Schauspieler, der echte Schauspieler, der am Set steht, das ist ein Hin und Her und das macht Spaß. Zumindest liest es sich sehr spaßig. Ich habe jetzt noch nicht Test gespielt, ich möchte das jetzt demnächst noch einmal tun. Aber es klingt zumindest sehr, sehr lustig, wie man dann hin und her wechselt. Ihr könnt dann hier auch unter anderem auf der linken Seite sehen, so eine Auszeichnung vom Filmfestival in Hongkong. Da wird dann eben vom Regelwerk nochmal erklärt, wie das dann mit den Preisen aussieht und wie beliebt ihr nochmal seid. Ja, wie in einem Regelwerk üblich, gibt es dann natürlich auch sowas wie Vorteile, eine ganze Menge an Vorteilen und auch Nachteile, die ihr dann wählen könnt. Die könnt ihr dann mit Punkten, könnt ihr euch die kaufen und wenn ihr dann Nachteile kauft, dann bekommt ihr wieder Punkte dazu und so weiter. Wie ihr dann euren Charakter aufbaut, ist dann auch wieder hier in diesem Regelwerk beschrieben. Also wir bauen diesen Schauspieler und der Schauspieler kann dann in einer Rolle, je nachdem ob er Haupt- oder Nebendarsteller ist, kann er dann eben nochmal veränderte Werte haben, die dann besser sind. Meistens sind sie besser. Aber ganz generell baut ihr erst einmal diesen Schauspieler und wie das eben geht, das steht dann hier drin. Vorteile sind beschrieben, natürlich auch Fertigkeiten und dann gibt es noch viele weitere Regeln, die erst einmal erklärt werden. Wie gesagt, es ist mit einem W20, man addiert dann seine Attributs- und Fertigkeitswerte aufeinander, ist dann abhängig davon, wie schwierig ein Wurf ist, wann kritische Erfolge möglich sind, wann Patzer möglich sind. Also ganz generell, wie kann ein Würfelwurf ablaufen? Da gibt es wieder Spieltipps für den Regisseur, für den Spielleiter. Also wie bereite ich diese Runde vor? Auch das gehört natürlich in ein Regelwerk hinein. Und dann gibt es noch zusätzliche Sachen, wenn ich irgendwas explodieren lasse, wenn ich irgendwelche Fahrzeuge benutze und dann Verfolgungsjagden machen möchte. Es gibt natürlich auch Regeln für Gifte, wie die wirken. Was mir hier aufgefallen ist, und das möchte ich positiv hervorheben, hier ist wirklich sehr viel Liebe ins Detail geflossen. Also wenn ich dann sowas höre, ja, es sind nicht einfach nur Gifte, also irgendwelche chemischen Gifte, sondern es sind dann vor allem Gifte, die Namen haben. Das geht auch für Drogen später. Gerade wenn wir irgendwo im Drogenmilieu, im Drogensumpf agieren und dann irgendwelche Hongkong-Polizisten sind, dann kommt man natürlich auch mit Drogen in Kontakt, aber es sind dann auch so Namen wie Grüner Phönix oder die Jadeschlange als Gift oder der Tigerlotus. Man vergiftet einen da also nicht mit irgendwie Strychnin oder irgendwelchen schwefligen Substanzen, sondern die haben alle einen eigenen Namen, alle eigene Regeln und ich finde, dass man merkt diesem Spiel einfach an, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Das geht dann auch weiter mit irgendwelchen Waffenlisten. Wenn man sich da neben den Waffen auch noch sowas wie einen Knauf aussuchen kann oder einen Griff, wenn man dann mit Schwertern spielt oder man kämpft dann auch tatsächlich mit improvisierten Waffen wie Schirmen oder irgendwelchen Bambusflöten mit einem Blasrohr. Es ist völlig egal, was ich möchte. Ich kann die Regeln benutzen, ich kann sie aber auch ignorieren. Also wer hier auf zu viele Regeln denkt, ja, das ist mir alles zu viel, das ist gar nicht der Fall. Ihr könnt sie benutzen, wenn ihr sie braucht, werdet ihr sie hier drin finden. Das ist alles in einem Buch und ihr braucht dann keine weiteren Bücher. Abseits dieses Regelbuches gibt es dann nur noch Abenteuer. Wenn ihr euch interessiert, wie so ein Abenteuer aussehen könnte, es gibt im Gratis-Rollenspieltag, da gab es einmal Material dafür, ein großes aufklappbares DIN A, ich glaube 2, ein großes DIN A 2 Papierchen, sage ich einfach mal, also ein sehr großes Papier, was dann zusammengeklappt worden ist, wurde zusammengefaltet und das lag dann eben beim Gratis-Rollenspieltag aus. Und darüber habe ich mich dann so ein bisschen über die New Hong Kong Story informiert, habe dann mal so wissen wollen, was dahinter steckt und mir dann eben diesbezüglich die Regeln durchgelesen. Ja, also ihr könnt dann euch hier auch nochmal auf dem rechten Rand die Waffen ansehen
Ob ihr dann mit einer Armbrust spielt oder irgendwelchen Wurfwaffen, ob ihr dann mit einem Hammer spielt, mit irgendwelchen Fleischermessern oder Wurfsternen, mit einer Harpune oder mit einer Lee Enfield, wenn ihr dann irgendwie im Krieg spielen wollt, das ist alles möglich. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, überlegen, wie realistisch wollt ihr es haben? Soll es ein wirklich realistischer Film sein? Oder soll es eben ein Wuxia-Film sein? So wird dieses Genre benannt, wenn ihr dann tatsächlich mit einem Samurai-Schwert oder auch einem Ninja-Schwert mit einem Katana dann auch Kugeln aus der Luft halbieren wollt. Und dann spreche ich nicht nur von einer Kugel, sondern dann spreche ich von sowas wie 50 Kugeln. Weiterhin gibt es in diesem Regelwerk auch Beschreibungen für Kampfstile. Wenn ich mich also gar nicht damit auskenne, wenn ich kein Karate gemacht habe oder Ninjutsu oder Jujutsu, oder ja, was es da eben gibt. Also jeder hat ja später dann seine eigene Kampfkunstschule aufgemacht. Wenn ich mich damit nicht auskenne, dann gibt es auch hier wieder Beschreibungen mit Faustschlägen. Meinetwegen der Faustschlag des Leoparden oder die Tigerklaue. Oder wenn ihr dann irgendwelche Tritte ausspielen wollt, dann gibt es hier sowas wie den schattenlosen Tritt. Also ganz, ganz lustige Beschreibungen, wie sowas aussehen könnte. Und da merke ich auch jedes Mal beim Lesen merke ich einfach, wie viel Liebe hier reingeflossen ist. Weiterhin gibt es natürlich dann auch sowas wie die daoistische Magie. Ich habe das vorhin schon einmal angesprochen. Wenn wir dann im fantastischen Bereich angekommen sind und wir kämpfen dann gegen Dämonen oder irgendwelche Engelswesen, wie auch immer dann der Plot aussieht, das müsste man dann in den jeweiligen Abenteuern sich ansehen. Aber wenn ich eine daoistische Magie brauche und wir haben dann irgendwelche Mönche, dann sind auch hierfür die Regeln angegeben. Und das kann ich, wie gesagt, ignorieren. Ihr solltet euch da jetzt nicht von diesen 300 Seiten abgeschreckt fühlen. Es ist erstmal eine Tabelle, wo alles drin ist und ich brauche kein weiteres Regelwerk. Das ist eben das, was mir hier gefällt, dass man da nicht irgendwie drei verschiedene Regelwerke braucht. Magiebanden, Waffenband und dann eben nur diese Hauptregeln. Deswegen finde ich das eben schön, dass man hier alles beisammen hat und da kann man dann doch ganz gut mit arbeiten. Wenn ich irgendwas brauche, werdet ihr es hier finden. Wieder ein paar Regeln zu den Statisten, zu den NPCs, wie man dann eine Sprechrolle organisiert und sind das dann immer die gleichen Schauspieler, sind das irgendwelche anderen Leute. Also all das steht hier auch drin, denn wir haben ja natürlich nicht nur einen Spieler, nicht nur eine Hauptrolle, sondern manchmal sitzen 4, 5 oder 6 Hauptcharaktere dann hier vor Ort, die dann mal mehr eine Hauptrolle haben, mal mehr eine weniger, eine Nebenrolle. Da kann man dann eben auch NPCs abgeben, auch das wäre möglich, das könntet ihr euch überlegen, wie die Hauptrolle bestimmt wird. Wer jetzt von diesen 4, 5, 6 Spielern, wer jetzt davon die Hauptrolle bekommt, ob es 2 Hauptrollen sind oder sogar 3 Hauptrollen, das ist dann eben auch nochmal abhängig. Auch diese Regeln stehen hier nochmal, es steht hier sowieso alles drin. Aber ich finde es besonders spannend, wie das gelöst worden ist. Denn ich habe ja schon gesagt, am Ende des Abenteuers werden Preise vergeben und der Hauptcharakter, der die Hauptrolle, muss natürlich mehr erreicht haben als die Nebencharaktere. Es ist also eine große Verantwortung, dann sich eine Hauptrolle zu ergattern, denn wenn man sowas machen möchte, dann hat man da sehr viel größere Kritiker sich gegenüberstehen, die dann auf diesen Filmfestspielen mit dir reden wollen. Da habe ich das ein oder andere Mal schmunzeln müssen, als ich das gelesen habe. Ja, wir haben dann natürlich noch eine große, große Beschreibung von Hongkong mit vielen verschiedenen bunten Karten, die dann hinten drin sind. Achtung, es heißt zwar New Hong Kong Story, aber ihr könnt quasi überall spielen. Ob ihr dann in China spielt, also Hongkong, oder in Japan, in Korea, das ist komplett egal. Hier gibt es aber dann eben eine Beschreibung für Hongkong. Vielleicht gibt es mal später irgendwelche Regionalbeschreibungen oder da müsstet ihr dann in die Abenteuer zu sehen. Da steht das natürlich auch drin, wie dann so eine Stadt aussieht. Aber Hongkong bietet sich einfach erstmal an, weil man da alles findet, was man braucht. Wenn man im Drogenmilieu arbeiten will, dann wird man da irgendwas finden. Großstadt, Kleinstadt, irgendwelche Inseln, exotisches Klima, hier könnt ihr eigentlich alles mitmachen. Deswegen bietet sich diese Hafenstadt einfach ziemlich gut an. Ihr könnt dann natürlich auch mit dem Schiff rüberfahren nach Thailand, nach Vietnam, Kambodscha, Taiwan oder die Philippinen. Auch das wäre möglich. Aber wir haben uns jetzt hier in diesem Regelwerk erst einmal darauf dann verständigt, dass es dann bei Hongkong bleibt. Ja, natürlich darf nicht fehlen die Filmgenres, also Martial Arts. Wuxia habe ich schon angesprochen. Auch hier wieder, immer wieder Filmtipps dabei, die man sich dann angucken kann. Von den 60er Jahren bis zu den 70ern, den 90er Jahren, die 2000er. Also egal, ob ihr dann neue Filme toll findet oder alte Filme, ihr werdet hier immer irgendwas finden. Ich blätter einfach mal weiter. Wir haben dann hier auch nochmal sowas wie das Genre Fantasy oder Heroic Bloodsheet. Wir haben Triaden natürlich, da kann man dann auch nochmal die verschiedenen Mafias einführen.
Und ganz am Ende, wie gesagt, nach knapp 300 Seiten eine große Liste mit Hongkong-Filmen aus allen Jahren, die es so gibt, dem Namen nach geordnet. Wir fangen dann eben mit den Nummern an und fangen dann bei A an, gehen weiter auf Z. Ja, ich habe, wie gesagt, dieses PDF mehrere Male weggelegt und mir dann einen solcher Filme angesehen bei Netflix, Amazon Prime, völlig egal. Ihr werdet einen wässrigen Mund bekommen, wenn ihr dieses PDF bzw. das Buch lest und werdet einfach Lust haben, euch solche Filme anzusehen. Und nachdem ich jetzt diese Rezension beendet habe, werde ich mir auch gleich nochmal einen dieser Filme weiter ansehen. Da werden wahrscheinlich heute noch ein paar folgen, aber ja, ich bin damit fertig. Wir haben uns dieses Buch einmal komplett angesehen. Ich habe die Regeln vorgestellt, was ihr darin so ungefähr findet. Gehen wir über zu der Bewertung. Ich habe jetzt im Jahr 2019 meine Bewertungsstruktur so ein bisschen angepasst. Ich vergebe jetzt nicht mehr 16 Punkte, sondern ich vergebe 20 Punkte. Wir haben weiterhin vier Kategorien, die werden auch bestehen bleiben, immer so ein bisschen angepasst, je nachdem, ob es ein Grundregelwerk, ein Regionalband oder ein Abenteuer ist. Und da vergebe ich dann einfach 5 Punkte anstatt den 4 Punkten. Damit kommen wir insgesamt auf 20. Und es ließe sich in einem dekadischen System einfach sehr viel besser vergleichen. Ich komme also wesentlich schneller auf die 10 Punkte oder auf die 100 Punkte, um es dann mit anderen Rezensionen zu vergleichen, um dann diese Bewertung zu vergleichen. Daher habe ich mich eben entschieden, jetzt auf die 20 Punkte zu gehen. Ja, wir fangen an mit der Zeichnung und dem Layout für dieses Buch. Ich gebe 4 von 5 Punkten. Die Zeichnungen sind vorhanden, das Layout auch. Es ist natürlich schwarz-weiß, das ist ganz bewusst in diesem Stil gehalten. Das ist nicht schlecht, es würde aber besser gehen und daher tue ich mich so ein bisschen schwer, hier 5 von 5 Punkten zu geben. Ich bin damit zufrieden, es erfüllt genau das, was es will. Daher auf alle Fälle eine hohe Bewertung, aber keine volle Punktzahl. Redaktion und Struktur. Ja, die Redaktion hat hier gute Arbeit geleistet. Die Struktur ist auch ziemlich gut, das macht hier alles Sinn, so wie es angeordnet ist. Man erschafft die Charaktere, man hat die Regeln nach und nach bekommen und dann kann man ganz am Ende mit den Spielleiterregeln kann man sich dann auch noch aussuchen, wie man dann seine Waffen modifiziert und irgendwelche Sonderregeln. Das ganze optionale Zeug ist dann hinten drin und das ist vorne auf den ersten 50 bis 100 Seiten sind dann so die Sachen, die man wirklich tatsächlich braucht. Alles andere ist dann hübsches Beiwerk. Gefällt mir also gut, wie das hier angeordnet ist und da gebe ich dann auch 5 von 5 Punkten. So darf das in einem Regelwerk gerne aussehen. Ja, System und Setting, das ist jetzt das, wie ich das A, Würfelsystem bewerte und B, auch das Setting. Also wir spielen in Hongkong bzw. in diesen Action-Movies. Das ist so das, wo dieses Regelwerk hin will. Hier muss ich 3,5 von 5 Punkten geben. Ich habe kein Problem mit dem System, ich habe auch kein Problem mit dem Setting, aber, und hier ziehe ich dann Punkte ab, es ist schwierig, dann solche Szenen zu erschaffen. Also wenn ich mir jetzt diese Beispiele ansehe, wenn man dann von einem Boot runter will, von einer großen Yacht, die dann im Hafen liegt, und da muss man dann auf Jetskis springen oder man leistet sich eine Verfolgungsjagd mit irgendwelchen kleinen Mofas, die dann durch die Straßen von Hongkong sausen und überall um und dich herum Bambus, Stöcker und irgendwelche kleinen Märkte, wo dann Sushi angeboten wird oder was auch immer man sich dann da organisiert. Ich finde, ich habe noch kein eigenes Gespür für dieses asiatische Setting. Das fehlt mir persönlich. Das liegt aber einfach daran, dass ich es so noch nicht gespielt habe. Da kann man sicherlich sehr schnell rankommen und da kann man sich auch sicherlich sehr, sehr schnell Beispiele organisieren. Wenn man das Buch aufmerksam liest und auch wenn man sich die Filme anguckt, dann hat man sicherlich sehr gutes Gefühl dafür. Ich komme damit subjektiv noch nicht ganz klar. Für mich ist es noch sehr schwierig, da dann als Spielleiter, als Regisseur dann einen schönen Fluff, ein immersives Setting zu erschaffen, wo dann jeder weiß genau, wie er steht und wie man dann auch die Umgebung benutzen kann. Also das ist für mich ein sehr subjektiver Punkt. Ich persönlich kann das noch nicht in diesem asiatischen Raum leiten, aber wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, mit der Zeit wird das sicherlich dann kommen. Ja, Bonuspunkte. Mir hat das Buch, das Lesen hat mir sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Ich bin gut reingekommen. Ich habe, wie gesagt, auch unterbrochen, dann das Buch weggelegt. Das ist allerdings kein negativer Punkt, sondern das ist einfach ein guter Punkt für dieses Buch. Bonuspunkte 5 von 5. Ich bin sehr zufrieden, die Empfehlung geht raus. Und damit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 17,5 von 20. Wir gucken uns nochmal den Preis pro Seite an mit 7 Cent pro Seite. Das ist unglaublich günstig.
Ja, und damit ist quasi meine Bewertung auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Setting, dieses Regelwerk nahebringen. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.